Wie viel China steckt in Deutschland? Die Deutsche Bank zum Beispiel gehört zum Teil chinesischen Investoren, Mercedes auch. Und wenn wir in Deutschland unser Netz auf den neuen 5G-Standard ausbauen, geht das kaum ohne chinesisches Know-how. Das würde auch niemanden stören, wenn man nicht so unterschiedlicher Meinung wäre über Demokratie und Menschenrechte. Deshalb fragen viele, was wollen die Chinesen in Europa? Wollen sie nur Geld oder auch Macht? Das Thema bei Sandra Maischberger. Die unheimliche Weltmacht. Wie bedrohlich ist China? Unsere Gäste. Frank Thelen aus der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen. Der Investor fürchtet, dass China uns wirtschaftlich bald abgehängt hat. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnt davor, dass China seine Macht unter Missachtung der internationalen Ordnung weiter ausdehnt. Katja Dofel, die NTV-Börsenexpertin, ist besorgt. Die Abhängigkeit von Peking wird durch chinesische Beteiligungen an deutschen Firmen größer. Der chinesische Journalist Hao Gui hält die Angst vor Peking für unbegründet. China ist keine Bedrohung. Kai Strittmatter, der langjährige China-Korrespondent, widerspricht. Peking erfindet die Diktatur neu und bedroht auch unseren Lebensstil. Und später zu Gast der Bürgermeister Bernhard Altscher. In seiner Gemeinde siedelten sich hunderte chinesische Unternehmen an. Für ihn ein Segen. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung, die wir beginnen wollen mit Herrn Röttgen bzw. mit dem Außenminister Heiko Maas. Letzte Woche hatte ein mittelgroßes diplomatisches Erdbeben erzeugt, indem er einem jungen 22-jährigen chinesischen Studenten, Herrn Wong, wir sehen das gerade, die Hand geschüttelt hat. Das ist einer der führenden Köpfe der Demokratiebewegung in Hongkong. Wenn Sie Außenminister wären, Herr Röttgen, hätten Sie das auch gemacht? Ich hätte es auch gemacht. Ich fand es richtig, dass er sich getroffen hat mit ihm. Die chinesische Botschaft hat darüber und die chinesische Regierung sich darüber ja empört. Sie hat unseren Botschafter in Peking einbestellt. Das ist sozusagen eine diplomatische Rüffelmaßnahme. Schon dafür, dass wir uns erlaubt haben, Herrn Wong die Einreise zu erlauben. Das ist schon viel, was sich China herausnimmt, das Deutsch zu kritisieren, dass wen Deutschland in sein wenn wir in unser Land lassen. Das geht China nichts an. Und China verbietet sich ja immer sehr keine Einmischung in unsere Angelegenheiten. Und der Außenminister hat damit klargemacht, natürlich, und das hat er bei anderer Gelegenheit auch schon, dass wir intensive, gute Beziehungen wollen. Nicht nur wirtschaftliche, auch politische. Aber in diesem Bild hat er gerade was ganz anderes gemacht. Aber er hat gleichzeitig gemacht, dass wir zwei Staaten unterschiedlicher Systeme sind, dass wir für Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerfreiheit einstehen und dass kein Land in Anspruch nehmen darf, dass die Verletzung der Menschenrechte eine innere Angelegenheit ist. Und insofern hat er denjenigen, die jetzt reklamieren und beklagen, unsere Freiheiten, unsere Bürgerrechte werden eingeschränkt, unterdrückt, Solidarität bekundet. Das ist sozusagen die politische Aktion, die er gemacht hat. Und das halte ich für richtig. Wir dürfen und sollen zu unseren Werten stehen, auch mit Ländern, mit denen wir dann auch wirtschaftlich und politisch wichtige Beziehungen unterhalten. Herr Gui, vielleicht müssen Sie es uns erklären. Die chinesische Regierung war in der Tat sehr aufgebracht und hat gesagt, dieses Treffen werde sehr negative Folgen für die gegenseitigen Beziehungen haben. Das klingt jetzt für uns so, dass man empfindlich reagiert. Warum diese Empfindsamkeit oder warum diese diplomatische, harsche Antwort? Ich glaube, China ist ziemlich nervös, weil die Lage in Hongkong seit Wochen, seit Monaten nicht zur Ruhe gekommen ist. Und Peking möchte international nicht den Eindruck entstehen lassen, dass sie keine Instrumente haben. Normal, wenn in China solche Fälle passieren, dann hat die Zentralregierung immer eine Möglichkeit, damit es sofort und schnell zur Ruhe kommt. In Hongkong ist nämlich eine Ausnahme da, dieser Grundsatz, ein Land, zwei Systeme. Dieser Grundsatz sieht ja vor, dass in Hongkong eben ein anderes System gelebt wird und Peking sich daraus halten muss. Bisher hat sich Peking eigentlich zu dem Versprechen gestanden. Aber man merkt ja, die möchte gerne die Situation nicht weiter dulden, hat aber nichts in der Kiste. Aber was heißt denn, und dann darf der Außenminister nicht einen chinesischen Studenten die Hand schütteln, ohne dass der Botschafter einbestellt wird? Diese Demokratiebewegung wird in Peking nicht so gerne gesehen. Und diese Fürsprecher für Demokratiebewegung in Hongkong wird als eine Art Führer der Demokratiebewegung gesehen, die wahrscheinlich mehr darüber hinaus will. Nämlich möglicherweise eine Unabhängigkeit, obwohl der Joshua Wong klar gesagt hat, der möchte gerne nur die Rechte bekommen, die in diesem Hongkong-Grundgesetz stehen.
Und dann dürfen wir ihn gar nicht hier einladen. Welche negativen Folgen meint denn die chinesische Regierung, wenn sie damit droht? Was? Geht natürlich erstmal los mit den Wirtschaftshandelsbeziehungen, dass einige Besucher, soweit ich da richtig informiert bin, ausgeladen worden sind und einige hochrangige Besucher erstmal abgesagt worden sind von der chinesischen Seite. Und alles andere wird nochmal entwickeln. Aber klar ist ja, Peking möchte gerne vor der großen Feierlichkeit am 1. Oktober, das ist nämlich der Tag der 70 Jahre Gründung der Volksrepublik China, erstmal keine weiteren Zwischenfälle mehr erlauben und bis die Sache etwas eskaliert wird und in der Hoffnung, dass die Lage etwas abkühlt. Wie sehen Sie das, Herr Thelen? Sie sind ja Investor, Unternehmer, Sie sind gemeinsam mit einem chinesischen Investor an einer Firma beteiligt. Wenn die Chinesen das nicht gutieren, oder würden Sie dann sagen, dann soll der Mars das doch lassen, dann soll er doch einfach jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen und uns in Ruhe Geschäfte machen lassen? Ja, ich denke, Öl ins Feuer gießen ist das Falsche. Also sollte nicht progressiv raufgehen. Jetzt die Frage, ist das Öl ins Feuer gießen oder ist das in Ordnung? Ich bin kein tiefgreifender Experte wie Sie in dem Bereich, aber ich würde auch sagen, das ist in Ordnung, weil für uns ist Freiheit ein wichtiges Gut. Für uns ist Kommunikation offen mit anderen Menschen, respektvoll gegeneinander zu sprechen, miteinander zu sprechen, sehr wichtig. Ich war durch Zufall dabei auf dieser Party, habe ihn auch erlebt bei der Bild-Zeitung und das war ein faires, vernünftiges Kommunikationsmittel und ich finde, dass dann eine Regierung sagt, deswegen werden jetzt wirtschaftliche Sachen eingeschränkt, finde ich erstmal nicht gut. Mhm. Frau Duffel, wo könnte denn die chinesische Regierung Deutschland schaden? Also wie groß ist unsere wirtschaftliche Abhängigkeit jetzt schon? Naja, die wirtschaftliche Abhängigkeit, die ist enorm, insbesondere in der Autoindustrie. Und das ist letztlich unsere wichtigste Industrie, wenn man mal bedenkt, jeder vierte BMW wird in China verkauft, jeder dritte Audi wird in China verkauft. Die Automobilkonzerne machen zwischen 20 und VW über 40% ihrer Gewinne in China. Das ist natürlich schon enorm. Und es ist auch in Studien ganz klar festgestellt, dass die chinesische Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft immer mehr im Gleichlauf sind. Das heißt also, wenn das Wachstum in China abnimmt, dann nimmt automatisch auch das Wachstum bei uns ab. So groß ist die Abhängigkeit inzwischen geworden. Und da wäre auch der Schaden, den die chinesische Regierung anrichten könnte, wenn sie negative Folgen ankündigt oder damit droht? Könnten sie natürlich, wenn man jetzt an Sanktionen denkt, wenn man an die Situation auch denkt, wie sie sich entwickelt hat zwischen Amerika und China. Aber ich glaube, das Interesse gibt es nicht. Und das ist eben ganz interessant. Es gibt natürlich da viel diplomatisches Säbelrasseln, viele Wortgefechte. Aber ehe dann wirklich was folgt, ehe dann wirklich Tatsachen folgen, da hält man sich natürlich eine ganze Weile zurück, weil China sehr interessiert ist natürlich auch an Know-how in Deutschland, sehr interessiert ist an Handelsbeziehungen, weil die haben sehr viel gelernt von uns in den vergangenen Jahrzehnten. Und ich glaube, die sind auch daran interessiert, weiter von uns zu lernen. Herr Strittmatter, Sie kennen China sehr gut. Sie haben 17 Jahre lang in China gelebt, in unterschiedlichen Zeiten. Gui hat gesagt, die chinesische Regierung ist nervös. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für Sie, dass sie so nervös ist, dass sie auf so eine kleine Geste dann doch so groß reagiert? Naja, nervös war die Kommunistische Partei schon immer. Die hat überlebt dank ihrer Paranoia. Ja, die war 70 Jahre lang paranoid. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich glaube, also ich stimme voll mit Herrn Röttgen überein. Also was wir im Moment sehen gerade, ist tatsächlich der Versuch Chinas oder der Kommunistischen Partei, seinen Einfluss jetzt auch anderswo spürbar zu machen. Und die roten Linien werden verschoben. Ja. Mhm. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Bundeskanzlerin, die den Dalai Lama getroffen hat. Das würde sich schon längst keiner mehr trauen. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Er ist alt geworden, aber hat das auch mit Rücksicht? Ja, er wird auch nicht mehr eingeladen auf bestimmten Ebenen, die er früher noch besuchen durfte. Und das wird mittlerweile akzeptiert, dass es mittlerweile jetzt so weit geht, dass der Außenminister nicht einmal, er hat ja Joshua Wong nicht mal in seinem Büro getroffen, er hat ihn auf einer Party getroffen, das war nur eine Fotogelegenheit, dass daraus so ein kleiner diplomatischer Eklat gemacht wird, das ist schon bemerkenswert. Und da sehen wir aber, das ist Teil eines größeren Trends. China geht in die Welt, ja. Xi Jinping hat gesagt, wir marschieren jetzt ins Zentrum der Welt. Sie geben ihre Zurückhaltung auf, die sie 30, 40 Jahre lang geübt haben. Und für uns ist das deshalb eine riesige Herausforderung, weil tatsächlich sie versuchen, auch ihre Normen und Werte bei uns jetzt durchzusetzen. Umgekehrt sagt Joshua Wong, der Student, Herr Röttgen, dass in Hongkong die Demokratie und die westlichen Werte überhaupt auf dem Spiel stehen. Und deshalb ist er ja nach Berlin gekommen, ist dann auch weitergereist, hat hier eine Pressekonferenz gegeben und hat die deutsche Regierung um Hilfe gebeten. Sehen Sie das auch so?
stehen in Hongkong sozusagen auch unsere Werte auf dem Spiel? Müssen wir uns dann einmischen? Ja, darum. Also warum ist dann die Kanzlerin nicht nach Hongkong gefahren? Natürlich eine schwierige Situation. Ich glaube, dass es zutreffend ist, dass in Hongkong durch die Gouverneurin, aber unter der Kuratel natürlich von Peking, sozusagen dieser Prozess eingeleitet worden ist, dass das Prinzip ein Land, zwei Systeme so langsam sozusagen zur Annäherung kommt. Es ging ja um der Anstoß dieser Proteste war ja das Auslieferungsgesetz. Mhm. Also diejenigen, die in Hongkong festgenommen werden wegen irgendwelcher Straftaten, auch vor allen Dingen politischer Straftaten, können nach Peking ausgeliefert werden. Das war sozusagen ein gewaltiger Zugriff der Kontrolle von Peking auf Hongkong. Und ich glaube, richtigerweise haben die Hongkonger gesagt, wenn wir jetzt nicht anfangen, dann sozusagen ist der Strom, dass dieses System abgeschafft wird und wir sozusagen kommunistisch einverleibt werden. Und müssen wir uns dann als westliche Welt, als Deutschland einmischen? Oder ich finde, ja. Und damit sozusagen stehen diese Werte, nicht nur unsere Werte. Das ist sozusagen, China sagt, sind ja eure Werte. Welches Recht habt ihr eigentlich? Nein, es sind universelle Werte. Es sind auch im internationalen Recht anerkannte Werte. Der Bürgerrechte, der Menschenwürde, die auch in unterschiedlichen Fällen China unterzeichnet hat. Und darum, glaube ich, sind wir verpflichtet aus zwei Gründen einzutreten. Erstens aus unserem eigenen Selbstverständnis. Wenn die Staaten ihre Bürger nicht schützen, sondern sie verletzen in der Menschenwürde, dann finde ich, wer soll ihnen dann eigentlich noch beistehen? Also es ist, glaube ich, eine Solidaritätsverpflichtung für uns. Und zweitens ist es eben auch die Frage, welche Ordnung gilt. Wir haben uns in der UN-Charta, in vielen anderen Dokumenten der Vereinten Nationen, der internationalen Gemeinschaft, zu diesen Menschenrechten bekannt. Und darum, glaube ich, sollten wir für unsere Werte, für die universellen Werte auch eintreten, denn sonst kommen, werden sie untergepflügt. Mal sehen, was daraus folgen würde, Herr Schrittmatter. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt, die Neuerfindung der Diktatur. Und das Handeln von China. Das ist insofern seltsam, weil die Menschen hierzulande seit einigen Jahren das Gefühl haben, China ist doch ein ganz normales Land geworden. Es wird konsumiert, es wird eingekauft, es ist absolut im kapitalistischen Sinne erfolgreich und wohlhabend. Wir machen einen blühenden Handel, treiben wir mit China. Wie kommen Sie denn darauf, dass Sie sagen, die erfinden gerade die Diktatur neu? Ja, und wir sind alle der Fantasie aufgesessen, die Chinesen würden irgendwann mal so wie wir. Wandel durch Handel, das war das große Versprechen so der 80er, 90er. Jahre, frühen 2000er Jahre. Und plötzlich sehen wir, es ist alles ganz anders. Ja, was in den letzten 6, 7 Jahren passiert ist, ist erstaunlich. Das hätte keiner für möglich gehalten. Ja, also keiner von uns, die wir da in China gelebt haben. Was Xi Jinping, der neue Parteichef und Staatspräsident, mit diesem Land gemacht hat. Das China, mit dem wir aufgewachsen sind, das China von Reform und Öffnung, ja, das China, das neugierig war auf die Welt und uns neugierig gemacht hat auf es selbst, dieses China gibt es nicht mehr. Da entsteht gerade ein völlig neues System. Eines, und das ist etwas, was noch nicht durchgedrungen hier. Und das war für mich der Grund, dieses Buch zu schreiben, weil ich da jetzt eben erlebt habe, wie Xi Jinping mit großen Schritten daran geht, dieses Land umzubauen. Und das eine ist, dass er es so repressiv wieder macht, wie seit Mao Zedong nicht mehr. Die Ideologie kehrt zurück, die Konzentration der Macht kehrt zurück, der Personenkult kehrt zurück. Plötzlich werden wieder Lieder gedichtet und gesungen auf den großen Führer. Xi Jinping macht China wieder dicht, geistig, ideologisch. Und dann geht er noch mit dem zweiten Bein einen großen Schritt in die Zukunft. Die chinesische Regierung stürzt sich mit einer Leidenschaft in die neuen Technologien, in Internet, künstliche Intelligenz, Big Data, wie keine zweite Regierung dieses Erdballs. Ja? Und sie tut das einerseits, um ihre Wirtschaft in die Zukunft zu katapultieren, aber gleichzeitig, weil sie sich den Traum aller Autokraten erfüllen will, aller diktatorischen Herrscher, die totale und lückenlose Kontrolle ihrer Untertanen. Und Sie haben gesagt, zu Recht, irgendwie, die konsumieren und die, ja, das sieht ja aus. Ich habe gehört, es gibt mehr Milliardäre in Peking oder die Dichte ist größer als in New York. Genau, Peking hat als Milliardärshauptstadt New York vor 4 Jahren abgelöst. Mhm. Die soziale Ungleichheit ist viel größer als in den USA übrigens. Und natürlich sieht China nicht mehr aus wie unter Mao. Es sieht auch nicht aus wie bei Orwell 1984. Man denkt ja so oft dran bei diesen Hightech-Überwachungsfantasien. China hat eine geniale Mischung gemacht aus Orwell auf der einen Seite und auf
auf der anderen Seite die schöne neue Welt. Brot und Spiele, Vergnügen, Kommerz, Konsum, zum Teil auch größer als in Amerika. Und Aldous Huxley hat diesen wunderschönen Satz gesagt mal irgendwie, es ist eigentlich einfach, die Menschen zu Sklaven zu machen. Die wahre Kunst eines Herrschers ist, die Sklaven dazu zu bringen, ihr Sklavendasein auch noch zu lieben und dann auch noch zu glauben, irgendwie, sie seien eigentlich frei. Wir müssen unsere Zuschauer insofern mitnehmen, es gibt ja, Sie haben es gerade gesagt, eine Art von digitaler Überwachung, die so weit geht wie kaum ein anderes Land. Es gibt tatsächlich ein paar Beispiele, die wir Ihnen gerne sehen, zeigen würden, wie das aussieht, wenn China in manchen Städten genau das schon jetzt ausprobiert. Es klingt nach Orwells düsterer Überwachungsvision aus 1984. Nur viel, viel perfekter. Abertausende Kameras, Polizisten mit Videobrillen, die binnen Sekunden die Identität der Passanten erfassen. 24 Stunden am Tag wird jeder Bürger auf Schritt und Tritt verfolgt. Fehlverhalten im öffentlichen Raum, aber auch im Internet wird sanktioniert. Wer zum Beispiel bei Rot über die Straße geht, wird auf Bildschirmen an den Pranger gestellt. Hinter der Rundumüberwachung in China steckt das sogenannte Sozialkreditsystem. Der Staat will das Verhalten seiner Bewohner in allen Lebensbereichen registrieren. Zahlungsmoral, Einkaufsgewohnheiten, öffentliches Benehmen. Die Menschen werden aufgeteilt in vertrauenswürdige Bürger und Vertrauensbrecher. Wie unser Gast Kai Strittmatter sagt. Und das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Herr Strittmatter, was passiert denn bei Fehlverhalten? Also was sind dann die Sanktionen? Was passiert mir, wenn ich zu oft bei Rot über die Ampel gehe oder andere Dinge tue, die sozial nicht in Ordnung sind? Also wenn Sie über dieses Sozialkreditsystem sprechen, das nur ein Puzzleteil ist in dem ganzen Ding, da werden Sie sanktioniert, zum Beispiel, indem Sie kein Flugticket mehr bekommen. Das ist 20 Millionen Mal passiert im letzten Jahr. 20 Millionen Mal wurde chinesischen Bürgern der Kauf eines Flugtickets verwehrt. Und mehr als 5 Millionen Mal der Kauf eines Tickets für Hochgeschwindigkeitszüge, weil sie auf der schwarzen Liste standen. Und was muss man tun, um auf die schwarze Liste zu kommen? Also es gibt dieses Punktesystem. Wie funktioniert das genau? Ja, im Prinzip wird Ihr ganzes Verhalten überwacht. Haben Sie Ihre Schulden zurückbezahlt? Ja. Das sind ja Dinge, die wir auch kennen aus Deutschland. Wir haben ja so ein Punktesystem in der Schufa, wo auch bezahlen Sie Ihre Kredite, sind Sie ein Steuersünder, da werden wir auch bewertet. Da wird auch entschieden, sind wir vertrauenswürdig. Ich kriege dann keinen Kredit mehr, wenn ich zu viel Schulden habe. Wir kriegen dann keinen Kredit mehr, ganz genau. Und der chinesische Professor, den ich als allererstes interviewt hatte zu dem System, der sagte zu mir da mal, dann, Herr Strittmatter, ja, Schufa haben wir alles studiert, ist super. Ob Sie Ihre Kredite bezahlen, das sagt mir viel aus über Ihre Vertrauenswürdigkeit. Aber wie Sie Ihre Eltern behandeln und ob Sie bei Rot über die Straße gehen und ob Sie Ihr U-Bahn-Ticket bezahlen, das sagt mir doch viel mehr. Und wir wollen das alles. Das wird also alles gemessen? Das wird alles gemessen und im Idealfall irgendwann einmal mit Algorithmen, die gleichzeitig dann, also wirklich, also 24/7 wird man praktisch überwacht und noch in Echtzeit, das ist die Vision, soweit sind wir noch nicht ganz, ja, noch in Echtzeit soll dann ausgewertet werden und sanktioniert. Sanktioniert heißt aber auch, man kriegt auch Anreize, positive Sanktionen. Wenn man ein guter, ein braver, ein gehorsamer Bürger ist, dann kriegt man billige Kredite, dann muss man keine Garantien bei der Bank abgeben für seine Kredite oder man kriegt billige Flugtickets. Mhm. Den Pranger, den wir gesehen haben, also ich gehe bei Rot über die Ampel und sofort wird mein Bild da gezeigt. Gibt es das nur an Ampeln oder gibt es das auch in anderen Bereichen? Das gibt's also dieses, der Pranger ist Teil dieses Systems, der ist eingebaut. Also zum Beispiel eine Provinz hat eingeführt, wenn Sie jemanden anrufen, dann kommt bei uns in Deutschland ja so ein Klingelton. In China kommt immer so eine Musik normalerweise, die man hört, bis der andere rangeht. Ja? Klassische Musik oder ein Popsong oder so. In dieser Provinz, wenn man da einen anruft, der zufällig auf der schwarzen Liste steht, dann kommt eine Stimme und sagt, der Herr so und so, den Sie jetzt gerade anrufen, das ist ein Vertrauensbrecher. Der hat seine Schulden nicht bezahlt und der steht auf der schwarzen Liste. Wow. Ja. Und bei Häusern, habe ich irgendwo gelesen in einem Artikel, gibt es tatsächlich dann auch so große, weiß ich nicht, Klingelschilder und da steht irgendwie, wer den Huhn falsch ausgeführt hat, ganz oben. Genau, das habe ich erlebt in einer meiner Recherchen. Eine große Tafel in einer Nachbarschaft, da stehen dann die 100 Punkte Gewinner jedes Monats. Jeden Monat werden die neu aufgeschrieben und
die 100 schlechtesten und dann wird dann wirklich genau aufgezählt. Und das ist dann die Mikroebene, das ist dann in der Wohngemeinschaft zum Beispiel. Also da stand dann eben das Beispiel, das Sie erwähnten, stand ganz oben. Frau Wang hat ihren Hund auf den Rasen machen lassen und nicht weggekehrt, danach 5 Minuspunkte. Mhm. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel Ihren Keller zur Verfügung gestellt haben für das Singen revolutionärer roter Lieder, heißt das, dann kriegen Sie 5 Pluspunkte. Für unsere Ohren klingt das gruselig, es ist aber ein Versuch, oder? Es ist noch nicht landesweit, es ist noch nicht überall, es betrifft noch nicht alle Menschen. Das ist ein Pilotprojekt. Es gibt mittlerweile so um die 40 Pilotprojekte in China. Landesweit eingeführt werden soll das erst im nächsten Jahr. Was heißt erst? Also wir haben ja gleich 2020. Nächstes Jahr. Es ist aber natürlich noch nicht so ganz klar, welches dieser Pilotprojekte am Ende das Muster wird. Mhm. Es ist auch nicht klar, ob vielleicht einzelne Provinzen ihre eigenen Systeme behalten dürfen. Und dann gibt es ein paar Puzzleteile, wie das mit dem Fliegen, was ich gerade erwähnt habe, die schwarze Liste, die ist jetzt schon landesweit. Okay. Finden die Menschen das denn eigentlich vielleicht auch in Ordnung? Weil wenn ich mir vorstelle, okay, also der Nachbar, der dann den Hund nicht mehr in den Sandkasten machen lässt, weil er immer am Pranger gewesen ist oder wer seine Schulden nicht bezahlt, wird auch so gebrandmarkt, dass er keinen Kredit mehr bekommt. Finden das die Menschen vielleicht sogar gut? Ja, also es ist tatsächlich so, also das erste ist, dass viele Menschen noch gar nicht in China wissen und noch gar nichts gehört haben von dem System. Wenn du sie fragst, wie findet ihr das, dann sagen sie erstmal, hä, was ist das? Dann erklärst du es ihnen, die Leute sollen eingeteilt werden in vertrauenswürdige Menschen, wir wollen die Menschen zu ehrlichen Menschen machen, hat mir einer gesagt. Und dann ist die erste Reaktion bei ganz vielen, auch meiner Freunde, irgendwie, dass sie sagen, super, finden wir super. Ja. Weil die chinesische Gesellschaft leider als größtes Problem wirklich hat, dass sie zerfressen ist von Misstrauen. Jeder misstraut jedem. Das ist ein Grundproblem jedes autoritären Systems. Ich bin mir nicht so sicher, ob nicht viele Leute in Deutschland das auch super finden könnten, wenn das dazu führt, dass man am Ende tatsächlich, weiß ich nicht, der Alltag so froh ist, bereinigt von Missverhalten. Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail gekriegt, eine Umfrage von YouGov von diesem und da haben die Leute befragt, ob sie es gut finden würden, wenn sie ihren Mitmenschen Punkte geben könnten und wenn sie selber auch bewertet werden können. 42% angeblich haben bei dieser Umfrage gesagt, ja, fänden wir gut. Wir sind nicht dabei hier, oder? Nee, aber ich glaube, was man aber sagen muss, ist, Entschuldigung, ganz kurz, warum wir das so gruselig finden, ist, dass es teilweise ja bei uns auch in kleinen Teilen stattfindet, in den kommerziellen, ja, diese Bewertung, diese Punktesysteme. Klar, dann auf den Portalen. Aber Sie müssen dazu Stellung nehmen. Sie sind in China geboren, Sie leben zwar schon seit langem in Deutschland, Sie sind aber Chinese. Wenn jetzt Herr Strittmatter sagt, das ist eine Diktatur, es ist ein totaler Überwachungsstaat, hat er recht? Oder sehen wir das einfach falsch? Also Menschen wie ich, die ja schon lange Jahre in Deutschland gelebt haben, leiden unter einem schizophrenen Syndrom. Das heißt, wir haben zwei Augen. Das eine sieht deutsch, das andere sieht chinesisch. Mhm. Ich würde mit meinem dritten Auge sagen als Journalist, China ist in der Tat ein autoritär regiertes Land. Aber keine Diktatur. Und das Wesen der Regierungspartei, der Kommunistischen Partei, hat sich in den letzten 70 Jahren seit der Gründung der Volksrepublik China nicht verändert. Und der Grundsatz ist ja, sobald die Partei an der Macht ist, tut die ja alles, um sich an der Macht zu halten. Das tun alle anderen politischen Parteien der Welt auch. Aber gleichzeitig, also mit dem autoritären politischen System, hat sich China und vor allem die Regierungspartei ein sehr liberales Wirtschaftssystem seit der Reformöffnung erlaubt. Mhm. Das ist seit Ende der 70er Jahre. Und das macht das Land jetzt zu einem Land mit vielen Gegensätzen. Wir sagen, China ist das sozialistische Marktwirtschaft. Eigentlich noch das ist typischer Widerspruch. Ja. Was heißt Sozialismus? Kollektiveigentum so. Was heißt Marktwirtschaft? Wenn die Preise nicht mehr auf dem Markt gebildet werden können und wenn kein Privateigentum möglich ist, dann gibt es auch keine Marktwirtschaft. Aber ist denn China auf dem Weg zum Überwachungsstaat, so wie Herr Strittmatter das schildert? Wenn das nächstes Jahr in Kraft treten soll, dass jeder auf der Straße, auch mit diesen Polizeibrillen, die sofort dich scannen? Ja, diese Demonstration von neuen Technologien, die ja alles möglich ist, soll eigentlich eine abschreckende Wirkung der Öffentlichkeit erzeugen, zu sagen, hör mal, aufpassen, wir haben die technische Möglichkeit, das alles zu überprüfen. Sie glauben nicht, dass das flächendeckend das wird Kraft irgendwann mal flächendeckend eingeführt werden, davon gehe ich aus, aber im Moment ist die Hauptstadt mit Überwachungskamera eigentlich in Europa, in London. Wow.
Herr Röttgen, Herr Strittmatter beklagt sich in seinem Schreiben, dass wir uns alle ständig über Trump und Putin aufregen, aber keiner tatsächlich nach China blickt und das wirklich dann auch sieht, was da passiert. Warum ist das eigentlich so? Ist China eine Diktatur und wir sind nicht in der Lage, das klar zu benennen und erkennen? Also ich fürchte, die Beschäftigung mit Trump in den USA ist auch notwendig. Okay. Und Putin auch. Und auch mit. Aber ich widerspreche nicht, dass wir China in dieser umfassenden Bedeutung und Herausforderung, die es darstellt, eigentlich zu wenig diskutieren, wahrnehmen. Ist es denn eine Diktatur für Sie? Eindeutig. Es ist ein. Also, China ist eine Diktatur nach unserem Maßstab, das ist gar keine Frage. Aber China, damit ist die Frage aber noch nicht beantwortet. China ist nämlich gleichzeitig alles für uns. China ist ganz sicher ein Partner in wichtigen Bereichen. Ich nenne mal das Thema Klimaschutz. Ohne Kooperation mit China, das 27% der globalen CO2-Emissionen emittiert, ist globaler Klimaschutz nicht zu machen. Okay. So, also das ist eine Ebene des Verhältnisses zu China, die man sehen muss. China ist ganz sicher auch ein Wettbewerber. Wir haben schon davon gesprochen, kommt gleich, ein ja. wirtschaftlicher Wettbewerber. Sie haben nach der Abhängigkeit gefragt, aber China ist auch von uns abhängig, jedenfalls noch. Und drittens, und dann kommt das ins Spiel, worüber wir bislang gesprochen haben, China, das hat die EU-Kommission jetzt offiziell so gesagt, ist gleichzeitig auch ein systemischer Rivale. Mhm. Ich glaube, wüsste gar nicht, von welchem anderen Land das jemals gesagt worden ist. Ein System, also was nicht nur irgendein das? Rivale. Was heißt das denn? Also erst ein Rivale ist klar, aber systemisch heißt, das ist eine Systemherausforderung. Also die stellen sozusagen das ihre Anti, genau, das Sicht. Ist sagen, wir haben das Modell, das liberale westliche Modell, und das andere ist das andere System. Das ist nicht Russland, nicht Putin und sonst wer, sondern es ist China. Okay. Mit der inneren wirtschaftlichen Öffnung, die jetzt wieder hin zu einem deutlich mehr Staatsintervention geht, mit dem Modell, das sich sozusagen als Antithese zum westlichen Modell versteht. Die sagen gar nicht, wir wollen so werden wie ihr. Das war ja lange im Verhältnis nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts der Sowjetunion bei Russland der Fall. Also wir wollen so werden. Inzwischen sagt kein, also die führenden Leute in China sagen nicht mehr, wir streben an, mal so zu werden wie wir. Sondern sie sagen, wir haben ein anderes Modell. Und wisst ihr was? Unser Modell ist besser. Und man muss ja sagen, wirtschaftlich gesehen, Herr Thelen, Sie sind ja Investor. Sie gucken ganz anders, glaube ich, auf solche Themen, weil Sie einfach auch auf eine Wirtschaftskraft gucken. Ja. Gibt es an Chinas Wirtschaftskraft Politik etwas, wo Sie sagen, ja, das funktioniert doch besser als bei uns? Auch an der Politik. Ich finde, das Punktesystem, das ist nicht das, wie wir leben wollen. Und das ist ein Riesenproblem. Man muss aber sehen, was ist im Chinesen drin. Er sagt, dass es der Gemeinheit gut geht, ist noch besser, als dass es mir als Individuum gut geht. Das wird jetzt eine lange philosophische Diskussion. Ich bin auch gar nicht für das Punktesystem, Entschuldigung, aber ich bin gar nicht dafür. Ich sage einfach nur, das glaube ich, haben die noch mehr, das ist wichtiger. Also in der Politik zum Beispiel, was sie sich trauen oder was sie machen, ist ein 300-Jahres-Plan. Es wird alle 5 Jahre gibt es eine ganz klare strategisches Papier, eine Konferenz, wo gesagt wird, wo wollen wir in den nächsten 5 Jahren hin? Und dabei ist zum Beispiel auch aktuell der Plan, der jetzt bald veröffentlicht wird, aber es gibt eine Vorversion davon, ganz offiziell von China, dass sie mit Zero Footprint, sie mit Zero Footprint beim CO2, da wollen sie hin. Das heißt, sie haben eine ganz klare Agenda, wie sie es schaffen, eben kein CO2 mehr in die Atmosphäre zu schießen. Und dann machen die das einfach, diktatorisch, bisher haben sie, ohne Rücksicht, genau, oder bisher was? Haben sie, ganz kurz, bisher haben sie das, was sie dort angekündigt haben, oftmals sehr gut umgesetzt. Und nochmal, ich finde, das politische System muss absolut kritisch betrachtet werden, gar keine Frage. Ich finde das jetzt ein bisschen sehr einseitig. Aber das, was sie da machen, wie sie es umsetzen, das funktioniert. Und wir sind in Europa und Deutschland halt eben etwas gelähmt dadurch, dass wir uns nicht mehr trauen, große, mutige Pläne zu machen. Die Agenda 2010 von Gerhard Schröder war meiner Meinung nach der letzte große Wurf, der heute für uns sehr wichtig ist, für die Wirtschaft. Und das macht halt China. China sagt wirklich, es gibt einen 300-Jahres-Plan, es gibt einen 100-Jahres-Plan und dann alle 5 Jahre wird das vorgestellt. Und das finde ich zum Beispiel einfach großartig. Wirtschaftlich gesehen, Frau Duffel, ist das so, dass Sie glauben, dass China tatsächlich nur dadurch, dass sie so dirigistisch sein konnten in ihrer Wirtschaftspolitik, überhaupt diesen Schwung nehmen konnten? Also sie mussten keine Rücksicht nehmen bei Infrastrukturprojekten wie bei uns in Deutschland, wo man die Bürger ja auch beteiligen möchte und sollte, sondern sie haben es dann einfach gemacht. Sind die deshalb schon zu einer Weltmacht geworden, wirtschaftlich? Und wie wird das noch weitergehen, Ihrer Meinung nach? Wird das die Nummer 1 werden können?
Ja, natürlich. Also die sind auf dem Weg, die Nummer eins zu werden. Und auch dafür gibt es einen völlig ganz klaren Plan. Ja, Made in China 2025. Was ist das? Das ist ein Plan, wie sich die Wirtschaft in bestimmten Schlüsselindustrien, und zwar unter anderem Informationstechnologie und Robotik, Elektroantriebe, Elektrofahrzeuge und so weiter, entwickeln wird. Und es sind auch in den vergangenen Jahren 3/4 der chinesischen Investitionen hierzulande genau in diesen Schlüsselindustrien passiert. Ja, also das ist sicherlich kein Zufall. Also Made in China 2025, starke Macht bis 2025, Mittelmacht bis 2035 und Supermacht bis 2049. Also ganz klare Pläne und ein Land, das in der Lage ist, absolut sich abzuschotten. Wenn man bedenkt, es gibt in China kein Google, kein Facebook, kein Amazon. Die haben ihren Online-Markt komplett selber in der Hand. Ist natürlich auch ein Warnsignal für unsere Industrien. Ja, die können da von heute auf morgen rausgekegelt werden. Warum werden sie es nicht? Weil man natürlich viel lernen kann bei uns. Mhm. Ja, und kann man das noch? Das ist nämlich die Frage. Das denke ich schon. Also die haben gelernt bei uns, wie man Großfabriken organisiert, und das machen sie inzwischen selber. Elektroautos für Chinesen werden in erster Linie in China gebaut. Bei Verbrennungsmotoren können sie nicht mehr in die führende Position kommen, aber bei Elektroantrieben natürlich auf jeden Fall. Das ist vorbei. Die Automobilindustrie war doch mal das. Das war mal das hier. Das ist vorbei. Das haben wir leider verpasst. Uns gibt halt die Chinesen und einen Amerikaner Tesla, der dort leider vorgeprescht ist. Wird eine andere eigene Sendung. Aber China ist einfach auf dem Weg und die brauchen Europa von der Technologie heute nicht mehr. Sie waren früher die dumme Werkbank. Sie haben es geschafft, hochintelligent zu werden. Und sie trauen sich zu investieren. Und das ist für uns einfach, für mich ist es eins der größten Herausforderungen neben der Politik ist. Ich glaube daran, dass wenn wir die Herausforderungen der Welt meistern wollen, dann können wir das nur tun, wenn wir global fair miteinander diskutieren. Das Bild, was wir da gerade gegeben, zeigt eben, dass wir nicht mehr tun können. So. Und jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben USA, die haben viele Unternehmen generiert, die über 100 Milliarden wert sind. GAFA, Tesla bald und was wir alles kennen. Dann haben wir China, die haben sich abgekapselt. Die haben dann sowas wie Baidu, Alibaba, Tencent und so weiter aufgebaut. Und da folgen auch viele. JD, BYD, wer da alles kommt. Und sowohl die USA als China haben jetzt diese Superfirmen aufgebaut, denen Daten gehören und so weiter. Und wir in Europa haben das nicht gemacht. Wir haben keine einzige von diesen super Technologiekonzern, wie immer man die nennen will, aufgebaut. Und das wird irgendwann für einen Kanzler, für eine Kanzlerin ein Problem werden, weil man nicht mehr auf Augenhöhe wirtschaftlich und Macht, wem gehören die Daten und so weiter, diskutieren kann. Das ist ein richtig großes Problem. Und deswegen ist es meine Herzensangelegenheit, in Europa wieder mutige Politik zu sehen und Technologie aufzubauen, damit wir weiterhin auf Augenhöhe diskutieren können. Ja, das mag bald vorbei sein. Die Frage ist, ob wir quasi genauso investieren können, wie die Chinesen es tun können. Herr Strittmatter gleich und auch Herr Gui, ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, was Sie gerade sagen. Tatsächlich der wirtschaftliche Einfluss, der China nach Europa bringt, ist unter anderem ein Projekt, das sich die neue Seidenstraße nennt. Darüber wollten wir Sie gerne einmal informieren. China investiert Milliarden in Europa. Der griechische Hafen Piräus gehört den Chinesen bereits, ist Teil der neuen Seidenstraße, dem gigantischen wirtschafts- und geopolitischen Projekt Chinas. Der Plan: Zugstrecken, Straßen, Häfen, aber auch Pipelines sollen die Kontinente besser vernetzen. In Deutschland ist Duisburg das Ende der Seidenstraße. Jede Woche kommen 30 Containerzüge aus China hier an. Chinesische Staatskonzerne investieren außerdem in deutsche Unternehmen wie Daimler oder die Deutsche Bank. Hochumstritten sind die Übernahmen von deutschen Hightech-Firmen wie dem Augsburger Roboterhersteller KUKA. Die Sorge der deutschen Politik: Die Chinesen würden Forschungsergebnisse und Know-how abziehen, zum Schaden der Unternehmen. Ist Chinas Einfluss gefährlich für die deutsche Wirtschaft? Herr Strittmatter, Sie haben auch über die neue Seidenstraße, die sogenannte neue Seidenstraße, geschrieben. Was hat es damit auf sich? Welche Strategie steckt dahinter? Ist das Kooperation, was dabei rauskommen soll? Ich möchte ganz kurz, wenn ich darf, nur auf zwei Sachen eingehen. Zwei Sachen klarstellen einfach. Ja. Sie haben ja sehr oft ein paar Leute hier nach der Diktatur gefragt. Ein paar Leute, wir sind so. Und Röntgen. Aber ich habe das sehr oft erlebt, irgendwie, dass die Leute sich ja gar nicht mehr getraut haben, die letzten Jahre und Jahrzehnte dieses Wort in den Mund zu nehmen. Das Erstaunliche ist doch, dass die Kommunistische Partei Chinas selber überhaupt kein Problem mit diesem Wort hat. Okay. Es steht in den Parteistatuten, es steht in der Verfassung der Volksrepublik China. Mhm. Wir sind die demokratische Diktatur des Volkes. Nur wir haben Problem damit. Okay. So, das ist der erste Punkt. Und was ich auf keinen Fall stehen lassen möchte, ist, was Herr Thelen gerade gesagt hat.
was im Chinesen drinsteckt an Kollektivgeist, wofür er sich dann irgendwie opfert, das ist mit Verlaub großer Unsinn. Ja? Und warum ist Hongkong so interessant? Warum ist es denn so interessant? Weil da 7,3 Millionen Menschen leben und Taiwan übrigens. 23 Millionen Menschen, gleiche Hautfarbe, gleiche DNA. Gleiche Sprache, gleiche Tradition, wenn wir schon über die Tradition sprechen, irgendwie, das sind die Orte, wo die Tradition nie unterbrochen wurde. Vielleicht haben Sie es nicht so gemeint, Sie meinten nicht, würdest, der Chinese an sich. Nee, aber jetzt, wenn ich kurz aus... Wir wenn sind ich kurz, keine Natives, also ich glaube einfach zu sagen, das, was ich gesagt habe, ist Blödsinn, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Wenn ich kurz ausreden darf, bitte. Ja. Da sehen Sie genau, wie insgesamt 30 Millionen Menschen leben, denken, fühlen, handeln, die nicht unter der Gehirnwäsche der Kommunistischen Partei Chinas aufgewachsen sind. Und so etwas zu sagen, ist ganz einfach die Propaganda der Kommunistischen Partei nachgeplappert. Herr Thelen, jetzt müssen Sie das einfach kontern, bitte. Ja, also ich plappere da überhaupt nichts nach von irgendwelchen, weil ich das System ja auch kritisiere. Ich sage einfach nur, ich habe auch gesagt, das Punktesystem ist nicht in Ordnung. Aber mit den Chinesen, mit denen ich gesprochen habe, wir haben einen hier, vielleicht kannst du auch gleich mal deine Meinung sagen, ist es einfach so, dass sie sich mehr insgesamt der Allgemeinheit verpflichtet fühlen, auch übrigens der Familie, dann im Kleinen, was bei uns auch nicht mehr so ist, als sich selber. Sie sind nicht so ich-bezogen, wie wir das vielleicht woanders sehen. Das ist das, was ich mit einigen Leuten, die Chinesen sind, so besprochen habe. Und wie ist deine Meinung? Ich denke, das Sie duzen sich, weil Sie sich schon länger kennen, oder haben Sie sich vor der Sendung einfach unter... alle Bonner duzen dich. Ja, wir haben es... Also ich glaube, das hat mit der Bildung zu tun. Denn von klein auf, wo ich noch in China in der Schule war, werden wir immer dazu erzogen, erstmal das Vaterland zu lieben und sich selbst zu opfern, wenn das Kollektiv in Gefahr ist. Das ist komplett anderes. Mein Kind hier ist in Deutschland seit 3 Wochen eingeschult und das andere ist, die Regel für die Schule zu machen, ich und die andere. Es kommt das Ich und dann kommen die anderen. Mhm. Also das, würden sagen, in China ist es trotzdem tatsächlich andersrum. Genau. Erst die anderen, ja. Dieses Patriotismus wird ja eher... Ja, aber er spricht ja auch von der Propaganda und Gehirnwäsche in den Schulen. Das war ja mein Punkt. Das ist die Bildung. Okay. Und wie die Hongkonesen und Taiwanesen das sehen, das kann man so auch nicht pauschal sagen, weil vor allem in Taiwan ist die Lage etwas unterschiedlich. In Taiwan leben die Hälfte, das sieht auch in politischen Verhältnissen, Hälfte von Ureinwohnern und andere sind zugezogen. Also ich lerne, Pauschalisierungen sind sowieso immer schwierig zu machen. Ich würde trotzdem gerne über die neue Seidenstraße reden. Gut, jetzt kann ich, wenn Sie mir erlauben, Herr Strittmatter, dass ich das einfach auf Frau Duffel frage, weil Sie es ja einfach wirtschaftlich sehen. Und das soll uns jetzt erstmal interessieren. Was steckt wirtschaftlich hinter dieser neuen Seidenstraße? Ist das eine Kooperation auf Augenhöhe mit den europäischen Partnern und denen, die dazwischen liegen? Oder was ist der Plan Ihrer Meinung nach? Nein, das ist völlig klar, geopolitische und strategische Interessen. China investiert 900 Milliarden Dollar in diese neue Seidenstraße. Das ist die größte Investition seit dem Marshall. 900 Milliarden Dollar. Ja, seit dem Marshallplan. Ja. Und natürlich, also wenn man sich den Marshallplan von damals, also Wiederaufbau in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, ist ja auch nicht nur für Europa gemacht worden, sondern haben die Amerikaner auch aus eigenem Interesse gemacht. Genauso ist das jetzt mit China. 89% der Infrastrukturaufträge, die anfallen, ja, im Rahmen dieser ganzen Seidenstraße-Infrastruktur, die da gebaut wird, vergibt China an eigene Unternehmen. Die haben nämlich viele Bauunternehmen, die zum Teil überhaupt nicht mehr ausgelastet sind in China, weil da einfach schon so viel gebaut worden ist, weil der Bedarf gar nicht mehr so groß ist. Also werden die an anderer Stelle ausgelastet. Und natürlich hat man die Absicht, die Handelsräume entlang dieser neuen Seidenstraße nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten und jetzt nicht unbedingt nach den Bedürfnissen der Anrainer, die aber davon profitieren, weil die natürlich gerade in den ärmeren, in den Schwellenländern, die ja auch auf diesem Weg liegen, neue Straßen bekommen, neue Infrastruktur bekommen, die sie dringend brauchen, wo aber auch gewarnt wird, dass die in die Schuldenfalle tappen können, wenn sie einfach an dieser Seidenstraße selber zu viel investieren und sich damit übernehmen möglicherweise. Wo ist die Gefahr, Herr Röttgen, die die Bundesregierung in dem Fall KUKA, das wir auch gerade gesehen haben, wirklich hat einschreiten lassen? Also die Regierung hat ja versucht zu verhindern, dass die Chinesen dieses Unternehmen kaufen, konnte es aber nicht. Wo ist denn die Gefahr wirtschaftlich gesehen jetzt für Deutschland? Bei solchen Erwerbungen. Also ich glaube, prinzipiell sollten wir, plädiere ich dafür, glaube auch die Bundesregierung, dafür offen zu bleiben. Ich plädiere nicht für Abschottung, sozusagen da kommen jetzt die bösen Chinesen und die dürfen jetzt nichts mehr kaufen bei uns, sondern wir sollten für ein offenes System weiter eintreten.
Aber jedes Land darf für sich reklamieren, es gibt Bereiche von nationaler Sicherheit. Das war zum Beispiel auch ein Argument, warum der Einstieg eines chinesischen Unternehmens bei einem Stromnetzbetreiber abgewehrt wurde. Weil man sagt, das ist eigentlich kritische Infrastruktur, wenn irgendwie die Stromnetze einmal ausfallen. Das ist eine Sicherheit, die wollen wir in eigenen Händen behalten. Okay. Das ist zum Beispiel legitim. Das war diese Roboterfabrik. So, bei dem Kuka und bei dem Roboter bin ich, da sagt man jetzt, oh, die nehmen uns alles weg. Die haben den besten Preis bezahlt, die Chinesen. Mit Abstand den besten Preis. Und die Eigentümer haben gesagt, wir verkaufen an den, der den besten Preis hat. Jetzt finde ich, kann ein Argument zählen, dass man sagt, wir wollen bestimmte Schlüsseltechnologien eben nicht verkaufen. Mhm. Da muss man definieren, was eigentlich eine Schlüsseltechnologie. War das eine Schlüsseltechnologie? Weiß ich nicht. Also ich plädiere dafür, dass wir jetzt nicht, sagen, selber irrational werden und in eine Abschottungsmentalität verfallen, sondern wir sollten kooperieren mit China, aber wir müssen mehr Fairness in diese Beziehungen reinbringen und unsere eigenen Interessen. Wenn ich da ganz kurz was ergänzen darf, ja, also es sind, wenn man sich die Investitionen anschaut, der Chinesen in Deutschland seit 2000, umgekehrt wären 3/4 der Investitionen nicht zustande gekommen. Also es wird da ganz klar nicht nach gleichen Regeln gespielt. Und ich denke, das ist eben so ein bisschen die Problematik. Ja, völlig klar, offen bleiben. Ja. Ja. Aber man muss auch sehen, dass in China wesentlich genauer kontrolliert wird, wer kommt da zu welchen Bedingungen in welche Unternehmen rein, als das umgekehrt der Fall ist. Also die Deutschen können nicht so in China investieren wie die Chinesen hier. Und sie sagen, es gibt unfaire Praktiken bei den Investments der Chinesen in Deutschland. Nein, andersrum, bei den Bedingungen für Investments Deutscher in China. Das ist der Punkt, den wir beide meinen, glaube ich. Also, dass Sie gesagt haben, über lange Strecken zum Beispiel, ihr könnt ja keine Kompletterwerbungen vornehmen, sondern ihr könnt immer nur Minderheitsbeteiligungen machen, Deutsche in China. Und ihr müsst natürlich sowieso Technologie übertragen. Wenn sie nicht gestohlen wird, müsst ihr sie jedenfalls übertragen. Allerdings, das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, China kommt unter Druck. Das mag auch etwas mit dem US-Wettbewerb zu tun haben. Ja. Und darum gibt es jetzt erstmalig zum Beispiel die größte BASF-Investition in der Geschichte des Unternehmens. Auslandsinvestition ist eine 10-Milliarden-Fabrik. 100% Inhaberschaft von BASF in China. Ja. Das heißt, China sieht sich langsam unter Druck, fairer, gleichberechtigter wirtschaftlich zu kooperieren. Es tut sich etwas, das glaube ich, kann man sagen. Ist auch im Rahmen der Seidenstraße. Ja, anfangs wollte man nicht nach internationalen Standards ausschreiben. Inzwischen ist man da doch wesentlich lockerer geworden, auch wegen USA. Ich habe noch einen Satz zu diesem Seidenstraße, weil die Begriffe prägen ja das Denken. Nur es ist ein chinesischer, oder ich weiß nicht, ob es unser Erfolg ist, das ist ja so ein putziger Begriff. Es kommt von den Deutschen. Gut, dann sagt es etwas über uns aus, dass wir einem, wie Sie es geschildert haben, einem geopolitischen Megaprojekt sozusagen diesen putzigen Namen der Seidenstraße geben. Das hat was Historisches, nicht? Ja, natürlich, aber die historische Beziehung, die ist verwirrend. Das ist nicht mehr Marco Polo, der hier seine Entdeckungen macht, sondern das ist geopolitische Machtpolitik. Ich würde gerne einen Satz dazu, so putzig, weil es hier so verteufelt wurde, zum Beispiel jetzt auch bei elektrischen Autos. Ich glaube, da steht das Ziel von China, Elektromobilität nach vorne zu bringen, über irgendwelchen politischen Spielchen. Tesla, jetzt leider ein Amerikaner, toll, wenn es ein Deutscher wäre, durfte da eine Fabrik bauen und bekommt sogar die gleichen Tax-Benefits, also die Steuervorteile, wie die lokalen Anbieter. Also die setzen die gleich. Das heißt also nicht, dass China irgendwie komplett zumacht. Es gibt da sicherlich Herausforderungen. Ich finde es auch toll, dass du die dokumentierst und da sollten wir auch drüber diskutieren. Aber man darf es nicht so verteufeln, was, glaube ich, jetzt hier so ein bisschen rüberkam, als die sind da so verschlossen. Das ist nicht der Fall. So, ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen, tatsächlich, wo ein Mensch, der gleich hier sein wird, sagt, es gibt tatsächlich eigentlich für ihn aus seiner Sicht nur Gutes zu berichten über chinesische Investoren. Das ist der Bürgermeister eines relativ verhältnismäßig kleineren Ordens, aber sie wundern sich gleich, was da alles passiert. Sieht so die chinesische Invasion aus? Mitten in der süddeutschen Provinz liegt das deutsche Chinatown. Der Ort Hopstetten-Weiersbach in Rheinland-Pfalz hat gerade mal 3.600 Einwohner. 700 davon sind Chinesen. Sie haben hier in der Provinz 260 Unternehmen gegründet. Einrichtung, Haushalts- oder Elektroartikel. Die chinesischen Kleinunternehmer betreiben vor allem Im- und Export. Bürgermeister Bernhard Alscher ist darüber hoch erfreut. Allein im letzten Jahr hat die Gemeinde 400.000 Euro Gewerbesteuer eingenommen. Für unseren Wohlstand ist der Handel mit China alternativlos, sagt er.
und sitzt jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Herr Altscher. Schön, dass Sie da sind und uns Little Chinatown aus Ihrer Region bringen. Wie entstand überhaupt die Idee, chinesische Investoren in Ihre Gegend zu holen? Also das war Zufall. Ein Edelsteinhändler aus Idar-Oberstein hat eine Chinesin auf einem Golfplatz kennengelernt. Das klingt wie eine Geschichte. Da ist die Idee entwickelt worden und irgendwann mal tauchten die beiden bei mir im Büro auf mit dem Landrat, dem Wirtschaftsförderer. Und ich hatte dann eine Chinesin und eine Sinologin aus dem Umweltcampus unserer Hochschule dazugeholt. Und dann haben wir miteinander gesprochen. Ich habe Ihnen den Umweltcampus, die Elementary School, den Restbestandteil des größten Reservelazaretts der Amerikaner. War das entscheidend? Das ist ja ein Riesengrundstück, wenn man das aus der Luft sieht. Das war offensichtlich leerstehend, ein Lazarett der US-Armee eben verlassen von derselben. Ja, es war ein Konversionsprojekt. Und interessant war halt für die Chinesen die gute Landluft. Ich kann da vielleicht gleich noch was dazu sagen. Dann die Hochschule, die grünste Hochschule Deutschlands, die fünftgrünste der Welt nach dem Ranking, und eine Elementary School, ein Kindergarten, den die jungen Familien auch nutzen konnten. Was ist mit der Landluft? Ist das wirklich ein Argument für Chinesen, die da nach Deutschland kommen? Also ich kann Ihnen sagen, ich hatte mehrere Gespräche. Ein Beispiel zum Beispiel, eine junge Mutter sagt, wir wohnen jetzt schon 3 Monate hier und mein Kind, Entschuldigung, ich war Tierarzt in der Vergangenheit, mein Kind, das hustet nicht mehr. Dass sie die Fenster aufmachen können und die Luft reinlassen, ist echt ein Argument. Das hören wir regelmäßig. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie in dem Ortsteil, über den wir reden, also ich weiß, Birkenfeld hat 20.000 Einwohner, aber Hoppenstetten-Beiersbach hat 3.500 Einwohner, davon jetzt 700 Chinesen. Was machen die da? Also was genau ist das Geschäftsfeld, was die da bedienen? Dieses 700 ist etwas größer jetzt, weil die ersten schon Häuser kaufen, Grundstücke kaufen. Das sind alles Trading Companies, Handelsfirmen, die über 5 Büros von China hier reingelotscht worden sind. Und die kriegen dort eine volle Betreuung durch eine Firma. Wir haben auch 4 weitere Projekte im Kreis. Mhm. Und diese machen von dort aus Handel europaweit. Also Import-Export? Nur Import-Export. Also ich kann ein Beispiel nennen. Also eine Firma hat mal 1 Million Dosen Bier rüber transportiert. Ich musste in Harbin irgendwann mal Rheinhessen-Wein trinken, der über die Eisenbahn Moskau nach Nordchina gekommen ist. Mhm. Also wird auch Bordeaux-Wein dort vermarktet. Ja. Ja. Das läuft alles über Computer von dort aus diesem Bereich. Jetzt würde man sagen, Handel bringt ja für Sie als Bürgermeister ja gar nicht so viele Arbeitsplätze. Oder wo ist der Profit der für die Gemeinde an der Stelle? Also ich sehe das ja, ich habe ja einen Teil dieser Diskussion mitgekriegt. Also die war sehr grundsätzlich gezogen. Also ich bin mehr Pragmatiker. Mhm. Und ich denke, man sollte differenzieren zwischen den strategischen, den menschenrechtlichen und der Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Okay. Und das ist auf unserer Ebene wirklich so, dass wir auf verschiedenen Ebenen sehr gut mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben dort auch Deutsche, die dort arbeiten. Dort sind Arbeitsplätze entstanden. Mhm. Es war im Film zu sehen, die Gewerbesteuer. Wir sind im ländlichen Raum. Und die Wissenschaft, Bertelsmann Stiftung etc. sagen uns ja immer nach, wie schwer das ist, wie schwer wir es haben. Ja, die Kommunen sind ja immer am Ende der Fahnenstange. Egal, was für Gesetze, Herr Röttgen, von oben runter über das Land. Etwas pauschal, aber gut. Wir sind immer am Ende. Ja. Und, Leben haben wir ganz gut. Nein, wir müssen also jeden Strohhalm nehmen. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist friedlich. Es gibt im Moment keine Probleme. Wir haben bis zu 19 Kinder im Kindergarten. Wir haben 90 Jugendliche, die im Kindergarten, Grundschule und Schule sind. Wir schaffen es sogar an einer Stelle, die Zweizügigkeit in einer Grundschule zu erhalten. Wow. Wir haben die ersten, die das Abitur gemacht haben. Es ist ein kultureller Austausch. Wir haben auch andere Projekte, die dort laufen. Wir haben in den Kindergarten sogar eine wissenschaftliche Betreuung gehabt. Mhm. Ja, also wir machen uns wirklich Gedanken darüber und da lernt man, ich bin schon 2-mal drüben, in 4 Wochen fliege ich nochmal rüber. Also es ist wirklich sehr, sehr differenziert zu sehen. Und das bitte ich auch die Politik zu sehen. Ja, jeder hat so seine Aufgaben und ich sehe jetzt dort dieses, was Sie diskutiert haben mit Technik und so weiter. Wir müssen die Welt nehmen, so wie sie sind. Und die Chinesen sind da. Sie sind in Europa, sie sind in der Welt. Die wollen eine gewisse wirtschaftliche Vormachtstellung haben. Das ist einmal so. Das hatten die Römer, die Griechen.
Alexander der Große. Und wenn ich sehe, wie die arbeiten, wie intensiv die arbeiten. Haben Sie da Unterschiede festgestellt bei der Arbeit? Also ich kann Ihnen sagen, wir haben ja da mehrere Meetings in China gehabt, wo wir auf Werbetour sind, wo wir erklärt haben, damit so ein offizieller Touch da reinkam, also dass das Vertrauen da gegeben ist. Samstagsabends waren wir schon um 9 Uhr nach dem dritten Meeting im Hotel. Und am nächsten Morgen habe ich dann meiner Betreuung gesagt, und war irgendwas Besonderes? Ja, sie wäre nach Hause gekommen um 9 Uhr und die Mutter hat gefragt, bist du krank? Weil sie zu früh gekommen sind. Ja, weil sie zu früh gekommen sind. Also die Leistungsfähigkeit ist da eine ganz andere. Mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht sagen, wir akzeptieren das einfach, sondern es ist toll, was die Chinesen auf die Beine gestellt haben, auch die Amerikaner in technischer Entwicklung, aber wir als Europäer, das kann ja nicht unser Ansatz sein, zu sagen, wir akzeptieren das, sondern d'accord. Wir müssen jetzt, genau, ja, das weil ist das aber müssen aber Gas geben, also wir müssen auch schnell werden. Das ist, ja. Ich habe Ihre Worte, das ist genau das. Wir müssen Gas geben, wir sind ja klug. Wir müssen da agieren. Wir müssen auch in Europa gemeinsam agieren. Wir haben sonst gar keine Chance. Genau. Die Seidenstraße, die kommt. Ja. Wir haben schon die ersten Häfen wir müssen in, noch besser in Griechen sein. Wir müssen noch mehr Land gekauft. Genau. Die sind einfach da und genau. Wir müssen damit leben und das Beste aus unserer Sicht damit machen. Da bin ich jetzt mal ketzerisch und streue etwas ein, was möglicherweise auch dann die Zukunft ist. Das passiert nicht bei Ihnen, aber tatsächlich gibt es jetzt schon Beispiele, wo der Einfluss der chinesischen Investoren auf das, was dann in einem Unternehmen passiert, sichtbar wird. Das ist Daimler passiert. Ob BMW, Daimler oder Volkswagen, Deutschlands Autokonzerne sind abhängig von China, verkaufen dort rund ein Drittel ihrer Produktion. Diese wirtschaftliche Abhängigkeit führt zu manchen Verrenkungen gegenüber der chinesischen Politik. Im Februar 2018 zitiert Daimler in einer Mercedes-Werbung den Dalai Lama. Betrachte die Situation von allen Seiten und du wirst offener. Für Peking ein schlimmer Affront. Das religiöse Oberhaupt der Tibeter gilt in China als Separatist. Schon seine Erwähnung ist eine Provokation. Es folgt ein diplomatischer Eklat. Chinas Botschafter ist empört. Das Unternehmen löscht den Eintrag und bittet China aufrichtig um Entschuldigung. Der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche schreibt sogar einen Brief an den chinesischen Botschafter in Berlin. Daimler bereut zutiefst das Leid und den Kummer, den der fahrlässige und unsensible Fehler über das chinesische Volk gebracht hat. Sind Geschäfte mit China wichtiger als Meinungsfreiheit? Jetzt, Herr Thelen, wie finden Sie das, dass Herr Zetsche, der große Vorstandsvorsitzende von Daimler zu der Zeit, sich doch zu so einer unterwürfigen Geste hinreißen lässt? Ist das in Ordnung? Ich kenne jetzt da nicht alle Details, aber so wie es sich ausmacht, ist es sehr schwach. Weil wir müssen mit unseren Werten, die leben, sollten wir auch bewusst leben, weil wir haben, wie wir leben. Und es kann nicht sein, dass wir dann sagen, weil jemand anders so weit weg ist und das einfach nicht in Ordnung findet, mache ich so und entschuldige mich und sage, das ist nicht, sondern ich kann das sagen. Unermessliche Leid. Ich habe jetzt verstanden, dass dir das nicht gefällt, aber ich lebe so, das ist meine Meinung und da hätte er, glaube ich, so wie es jetzt sich darstellt, anders reagieren müssen. Herr Gui, das ist wieder die Frage, mit welchem Recht mischt sich denn dann tatsächlich die chinesische Regierung in so ein Unternehmen ein und in deren Unternehmenskommunikation? Ich glaube umgekehrt, dass Mercedes das gerne freiwillig gemacht hat. Denken wir nur an die Gewinnspannung von 35%, 40% hier der gesamten Konzerngewinns, dann würden sie es freiwillig machen, sonst hätten sie große Probleme. Da hatten Probleme mit den Aktienkursen und mit dem Management und bla bla bla. Und jetzt hat Mercedes und Daimler auch noch einen chinesischen Anteilseigner und das wird alles schwierig. Meine Vorredner haben eigentlich auf das Kernproblem, also hatten sie ein bisschen verliebt in die Rivalitäten. Gucken wir vielleicht auf die Zusammenarbeit. Ja. Das sind zwei Steilvorlagen, die ich gerne nutzen möchte. Und zwar das eine ist die E-Mobilität. Jetzt ist gerade noch IAA-Woche, kann man ein bisschen ausführlich darüber quatschen. Die E-Mobilität, da sind chinesische Hersteller ziemlich führend. Mhm. Und man guckt, es sind nicht nur rein chinesische Hersteller. Einer der Hersteller zum Beispiel hat einen BMW, Ex-BMW-Manager als Geschäftsführer, als CEO. Und die Design Center sind in München, sind in den USA. Ja. Also dieses Ganze ist nicht mehr nur rein chinesisches, was da chinesisch ist, ist nämlich chinesisches Kapital. Denn ja. Das chinesische Kapital ist risikofreudig und möchte gerne in dieses ungewisse E-Mobilität investieren. Und das ist das, was die deutschen klassischen Autohersteller nicht machen wollen. Ich würde gerne trotzdem einen Schritt weitergehen, weil wir haben über den wirtschaftlichen Einfluss gesprochen. Herr Altscher hat gesagt, was daran positiv ist. Herrn Strittmatter würde ich gerne fragen, ob Sie glauben, dass mit dem wirtschaftlichen Einfluss von China aus gesehen auch einfach ein Wunsch nach
politischen Einfluss daherkommt. Also das Beispiel Daimler, als eben, Sie haben das ja, glaube ich, so beschrieben, Chinas Diktatur bedroht auch unsere Lebensweise. Glauben Sie wirklich, die wollen ihre Vorstellung von Menschenrechten, Demokratien dann auch uns implementieren, also uns näher bringen? Aufzwingen will ich nicht sagen. Also China will nicht die Welt erobern, auf keinen Fall. Das ist Quatsch. Aber sie wollen ihre Interessen durchsetzen. Und das Problem ist natürlich, dass sie jetzt ihre Interessengebiete weiter und weiter und weiter definieren. Und sie sind bei uns. Das heißt, sie versuchen nicht nur Einfluss zu kriegen in den internationalen Organisationen, Menschenrechtsrat in Genf. Und sie profitieren von diesem fatalen Rückzug der USA. Da ist ein Vakuum, in das die Chinesen stoßen. Und sie kommen zu uns. Und Daimler war ein Beispiel. Es gibt ein paar weitere Beispiele. Springer Nature, größter Wissenschaftsverlag der Welt, hier in Berlin, gehört zu Holzbrink, hat auf Drängen der chinesischen Zensur seine Webseiten gesäubert, seine von China aus zugänglichen Webseiten, von allen China-kritischen Artikeln. Tibet, Tiananmen, Taiwan, nicht mehr drauf. Das ist doch verrückt, oder? Dass wir uns jetzt plötzlich auf unserem Territorium von China vorschreiben lassen, Dinge, die mit Meinungsfreiheit zum Beispiel zu tun haben. Und das sind jetzt noch kleine Akte des Verrats, aber das ist erst der Anfang. Ja? Sie haben vorher gesagt, Herr Röttgen, da stehen zwei Systeme sozusagen in Konkurrenz. Haben Sie denn die Befürchtung, dass dieses System sozusagen auch auf der Softpower, also sozusagen was die Vorstellung angeht von Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, dass die sich so gut finden, dass sie meinen, übrigens, werdet doch mal wie wir? Nein, das glaube ich ist, das trifft, da teile ich auch Ihre Meinung. Das ist, es gibt keinen missionarischen Ansatz. Werdet so wie wir, sondern der Ansatz ist ein anderer. Er sagt, ich möchte nicht, dass ihr was tut, was uns nicht gefällt. Genau. Und da sind sie eben höchst sensibel. Und die Methode ist, sich immer einzeln herauszupicken. Das kann mal ein Unternehmen wie Mercedes sein, das kann mal ein Land sein, Großbritannien oder wer auch. Es sind immer Einzelne, die sie sich rauspicken und bei kleinster Gelegenheit sagen, wir sind sehr verletzt. Wir sind sehr verletzt, wenn ihr den Dalai Lama tötet. Wir sind darüber sehr verletzt und das ganze Volk leidet, lasst das sein. Und jetzt gibt es einen Punkt, warum die Methode erfolgreich ist. Das ist absolute Einflussnahme, die immer mit unverhältnismäßiger, massiver Drohung operiert, nicht zuletzt wirtschaftlich. Es funktioniert, solange und soweit es bei uns keine Solidarität gibt. Wenn das geschehe bei einem europäischen Land und alle anderen Länder würden sagen, das geht nicht, lass das sein, wäre die chinesische Reaktion beim nächsten Mal eine ganz andere. Das heißt, europäische, vielleicht sogar westliche, das ist mit Trump jetzt wieder ein Sonderproblem, aber fangen wir mal bei uns an, europäische Solidarität in der Selbstbehauptung unserer Werte und Interessen. Das ist das A und O und da sind wir zurzeit noch ziemlich schwach. Herr Alter? Genau das ist der Punkt, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass einfach Europa zusammenhalten muss. Ja. Gemeinsame Außenpolitik, wir müssen auch den Bürgern ganz klar sagen, die EU muss zu einer Einheit werden. Aber ich wollte noch mal einen anderen Ansatz von das unten. Das dauert so zu lang, nicht? Ich meine, bis wir so weit kommen, ist da aber ganz viel. Sie haben ja eben gesagt, wir müssen politisch mal wirklich wieder klar sagen, Kante zeigen, Mut sagen, von oben runter, Herr Röttgen. Das ist unser Problem in Europa, es wird zu viel gesprochen. Ich möchte noch mal einen anderen Ansatz aus meiner Situation raussehen. Ich habe eben gesagt, es sind Familien da, es sind junge Leute da, es sind Handelsunternehmen da. Wir haben Freshmen, wir haben jedes Jahr 80 chinesische Schüler, die auf ihr Studium vorbereitet werden in Deutschland, in Europa, an unserer Hochschule. Können wir nicht, wenn wir das erlauben, und da macht im Moment Deutschland Schwierigkeiten in China, was Visa angeht, wenn wir die jungen Leute doch hier rüberholen, können sie doch unsere Kultur, können sie etwas mitnehmen, können sie etwas mit nach Hause nehmen. Ich denke, über junge Menschen kann man immer noch auch etwas verändern, ohne dass man politisch große Diskussionen und diktatorische Aussagen macht. Also das wäre mein Petitum, dass man in diesem Bereich dann auch positiv denkt und differenziert zwischen Handelsfirmen, zwischen strategisch wichtigen Firmen, wo es um Wehrmacht oder Bundeswehr, Entschuldigung, geht oder wirklich jetzt. Und das passiert nicht genug. Das ist einfach wichtig. Das passiert nicht genug. Ihre Bundesregierung macht da nicht genug, Ihrer Meinung nach? Ja, wir haben da wirklich Probleme. Seit Ende 18, 19 merken wir, das Gesetz hat sich also als solches nicht verändert, um die Aufenthaltsgenehmigung hier zu kriegen. Man muss eine GmbH, man muss nachweisen, dass man wirklich etwas erwirtschaftet. Ja, ich gebe auch zu, man weiß nicht immer, welche Intention noch da ist, wenn eine Familie hier ist und sich ein zweites Standbein oder ein Standbein aus, muss man auch ehrlich diskutieren. Was vermuten Sie denn?
Ja, also wir haben auch arabische Familien hier, die hier kaufen und ein Haus kaufen. Und dann sieht man sie äußerst selten. Da sehen wir dann nicht unbedingt die Aktivität. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich auch sich versucht wird, diesem Druck aus China zu entziehen. Also das kann man ruhig diskutieren, denke ich. Das dürfte auch nicht verwerflich sein. Okay, nachher Sie und Herr Röttgen über die Details, was Sie sich wünschen von der Bundesregierung. Aber eine Sache, die Sie jetzt beide gesagt haben, und klare Kante kam jetzt zweimal. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von jemandem, der entschieden hat, dass er klare Kante gegen China macht. Wenn man es kurz fasst, ist das eigentlich die Beschreibung der Politik Donald Trumps gegenüber China. Seit Monaten tobt ein erbitterter Handelskrieg zwischen den USA und China. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt überziehen einander mit immer neuen Strafzöllen. US-Präsident Donald Trump verhängte zuletzt Strafzölle von 25% für fast alle Importe aus China. Sie betreiben unermüdlich Produktdumping, erzwingen Technologietransfer und stehlen geistiges Eigentum. Aber diese Zeiten sind vorbei. Marktverzerrungen durch China und die Art, wie sie Handel treiben, können nicht toleriert werden. Trumps Kampfansage hat auch Folgen für uns. Die Amerikaner fordern zum Beispiel, Geschäfte mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei zu unterlassen. Eine feste Größe in der deutschen Wirtschaft mit rund 28.000 Arbeitsplätzen. Kann sich Deutschland diesem Handelskrieg entziehen? Frau Dofel, wie gefährlich ist dieser Handelskrieg für uns in Deutschland? Der ist gefährlich, weil in dem Moment, wo sich insgesamt der Handel abkühlt, durch Unsicherheit auch, und die ist ganz klar zu spüren, das merkt man auch an den Börsen. Also im Grunde genommen hat sich kaum so viel positiv oder auch negativ, je nachdem, in welche Richtung das ging, bemerkbar gemacht an den Märkten als diese Tweets von Donald Trump. Also wenn es positiv ist, wenn es wieder Gespräche gibt, dann freuen sich alle. Wenn es negativ ist, dann kommt die große Sorge, weil einfach diese Handelsbeziehungen natürlich dann auch weltweit sich widerspiegeln in anderen Handelsbeziehungen. Wir sind so vernetzt, dass es einfach alles ziemlich knirscht dann im Getriebe, ja? Das heißt also, wenn aufgrund dieser Zölle weniger Wachstum stattfindet, weniger konsumiert wird, dann betrifft das die ganze Weltwirtschaft und es wird auch uns betreffen. Und dann natürlich auch die Situation, dass auch Europa nicht ausgenommen ist von den Strafzöllen und dass man eben nicht genau weiß, mit wem kann ich eigentlich noch Geschäfte machen, mit wem kann ich keine Geschäfte machen. So, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sehen Sie die deutschen Unternehmen in der Gefahr, dass sie sich irgendwann mal entscheiden müssen? Ich habe einen Invest in China, ich habe einen Invest in den USA. Die Amerikaner sagen mir, wenn du in China da investierst, bist du für uns gestorben? Also ich glaube, kann theoretisch natürlich passieren, wobei auch über Huawei hat man jetzt ja eine Weile nichts gehört. Also die werden aktiv werden in unserem Netzausbau und die Überlegung, die ja hier eher stattfindet, ist die Frage, sind die da vielleicht an wichtigen Schnittstellen und haben sensiblen Zugang zu Firmendaten, sodass da wieder Know-how abgezogen werden könnte und muss man nicht eher diese Diskussion führen. Aha. Aber ansonsten ist vielleicht das große Glück auch der deutschen Wirtschaft, dass Donald Trump jetzt seine Wiederwahl organisieren muss und dass er sich vielleicht nicht leisten möchte und nicht leisten kann, zu hart zu sein gegenüber China. Da wird es jetzt ja auch wieder Gespräche geben, weil das ihn seine Wiederwahl kosten könnte, weil das Ganze geht ja auch auf Kosten der amerikanischen Wirtschaft, muss man ja mal ganz klar sagen. Es gibt ja keine Gewinne in diesem Handelskonflikt. Ja, das ist die große Frage. Also es sind zwei Sachen. Der eine ist das Sicherheitsaspekt, wollen wir auch gleich reden. Aber Herr Röttgen, ist es so, tatsächlich haben Sie eine Sorge, dass dieser Handelskrieg dann eben tatsächlich unseren Wohlstand massiv gefährden wird? Und wenn dem so ist, was können wir überhaupt dagegen tun? Massiv gefährden, also um es positiv zu formulieren, freier Handel. Das internationale Handelssystem ist die Basis, eine ganz wesentliche, die dickste vielleicht Säule unseres Wohlstandes. Und die Politik von Donald Trump in ihren Übertreibungen, ich glaube, dass zu einem gewissen Maß auch eine selbstbewusstere Umgang mit China richtig war, aber diese Übertreibung, die er durchführt, die beeinträchtigt das Funktionieren des internationalen Handels. Und das bezahlt die ganze Welt. Und Volkswirtschaften wie die deutsche, die ganz stark exportorientiert sind, bezahlt es umso mehr. Also aber das ist von wirtschaftlichem Schaden. Müssen Sie Donald Trump in der Sache eigentlich auch recht geben? Weil was er sagt, sagen Sie ja zum Teil auch. Also da wird mit unfairen Praktiken agiert. Und wir müssen eben schauen, dass die Chinesen nicht mit allen Mitteln Marktverzerrung betreiben. Also ich höre sozusagen ähnliche Argumente. Hat er in der Sache vielleicht sogar recht? Darum meinte ich eben. Ich würde mal sagen, 30% sind okay.
Weil es, ja, es, ich glaube auch, also ist jetzt okay, so, ja. Ich will mal sagen, es ist etwas, was nicht, es ist nicht alles falsch, sondern die Ungleichheit, die in den Beziehungen. Also wir haben es ja eben gesagt, ausländische Unternehmen durften keine chinesischen erwerben. Mhm. Andersrum war das eine Selbstverständlichkeit. Das ist nicht mehr so. Der Zwang zum Technologietransfer, eine Selbstverständlichkeit, auch Technologiediebstahl war an der Tagesordnung. Über lange Jahre haben auch deutsche Unternehmen und andere in China nichts verdient. Sie haben nur gesagt, wir müssen da sein, wurden also ausgenommen. So, dass man darum die eigenen Interessen stärker einbringt, ist richtig, aber die gesamte ökonomische Basis, dass man durch die Handelsbeziehungen den amerikanischen Wohlstand mehren kann, die Amerikaner bezahlen dafür, das ist verfehlt, ökonomisch verfehlt und auch vom politischen Ansatz eine Destabilisierung der internationalen Beziehungen. Sie haben gerade eben gesagt, wir Kante zeigen, das soll sich richtig stellen, weil das sehe ich nicht so, sondern damit meinte ich, dass wir als Europa wieder einen eigenen Plan haben müssen, dass wir sagen, wie werden wir Technologieführer? Ich sehe da nichts bei uns in der Politik, dass wir sagen, wir sind führend in Quantencomputern, wir sind führend in künstlicher Intelligenz. Diesen Anspruch mit den Chinesen, da bin ich für, mit den Chinesen respektvoll umgehen, aber keine harte Kante und irgendwie Öl ins Feuer. Ganz im Gegenteil, sondern versuchen fair zu gehen und aber die auch erklären, was die eigenen Werte sind. Ansonsten muss endlich Europa mal aufwachen und sich wieder größere Visionen, 10-Jahrespläne trauen und Gas geben. Aber die klare Kante meinte ich, was Donald Trump ja will, ist, dass er sagt, ich schließe bestimmte chinesischen Firmen von meinem Markt aus, weil sich meine Firmen sonst nicht entwickeln können. Die Chinesen haben das doch genauso gemacht. Haben sie gemacht. Im Internetbereich. Ja. Und man muss sagen, gäbe es Alibaba, wenn sie nicht das Social Network abgeschlossen hätten? Haben sie taktisch richtig gemacht, also das Ergebnis stimmt. Ich finde das politisch und von meiner DNA her total falsch. Das ist nicht, wer ich bin. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Chinesen in Zukunft nicht mehr so handeln. Aktuell, was ich sehe, Beispiel Tesla, habe ich gerade genannt, sie öffnen sich und das müssen wir auch weiter verlangen. Und man kann nicht sagen, zum Beispiel, dass ihr den Markt schließt, aber in unseren rausgehen wollt. Aber ich sehe, dass China sich in diesem dahin bewegt. Nochmal, das politische System kann man weiter kritisch betrachten, aber wirtschaftlich ist das, glaube ich, gerade auf einem guten Weg, wo man gemeinsam was schaffen kann. Und was ist das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Ja, also es gibt ja nun da Historie. Also beispielsweise Amerikaner haben chinesische Ware gekauft, dafür hat China amerikanische Staatsanleihen gekauft. Ja, haben sie also bis unter die Dachkante. Ja. Es war so, dass deutsche Maschinenbau, Industrieanlagen nach China exportiert worden sind. Dafür haben die Deutschen chinesische Möbel und Kühlschränke gekauft, Haushaltsgeräte. Ja, also es gab da sozusagen einfach Handelsbeziehungen, die sich entwickelt haben. Und natürlich hat sich da vielleicht auch etwas entwickelt, was jetzt zu einer Ungleichheit führt. Und jetzt dreht Donald Trump sich um und sagt, oh, die nehmen uns was weg. Aber das hat einen Grund, eine Historie. Und ob man da nun mit einem Brecheisen rangehen muss, aber gut, das ist einfach seine Sache, nicht? Ich glaube, das ist auch genauso. Huawei verbieten in China, ist das eine Art von Brecheisen, von denen Sie ja schaudern, Herr Gui? Ich glaube, das ist das Tolle an der Globalisierung. Jeder macht das, was er am besten kann. Oder wenn die Amerikaner sagen, wir möchten gar nicht Teil dieser globalen Weltwirtschaft sein, dann schließen sie halt die Märkte und die Konsumenten zahlen dafür. Ne? Aber sie sind immer die Wähler. Die größte Wirtschaft, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, sie haben schon Macht. Ja, und gleichzeitig müssen in dem Zusammenhang, vielleicht wäre es umgekehrt, etwas anderes zu überlegen, wie Deutschland, Europa und China noch enger zu kooperieren, zum Beispiel bei den Technologiefirmen. In dem Bereich, also bei den Telekommunikationsausrüstern Huawei zum Beispiel, da sind sie ja Weltmarktführer. Und an diese Technologien kommen wir nicht vorbei. Angenommen, Deutschland arbeitet, auch die Industrieunternehmen arbeiten mit dem Huawei zusammen. Natürlich andere Bedenken, datenschutzrechtliche Bedenken, das ist alles klar. Also, ja, das müssen sie ja. Es gibt keinen Ersatz in Europa. Also, was würde denn passieren, wenn wir ohne Huawei unser Netz ausbauen wollen? Dann würde es ganz lange dauern. Und das ist ganz lange. Es würde länger dauern, es würde teurer. Aber es würde behaupten, dass man noch länger. Aber es ist von Chips, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung. Also, aber es würde ein europäisches Unternehmen entstehen können dabei. Davon haben Sie eben selber gesprochen. Ja, aber da sind wir, dann lass uns doch jetzt bitte mal 6G entwickeln. Weil das wir sagen, wir nehmen keine chinesischen Chips, damit wir kein 5G-Netz haben. Doch, das war ja gerade der Vorschlag. Der Zug der 5G ist für Deutschland abgefahren. Danke. Wir müssen jetzt an die 6D denken. Ja. Und da wieder hinaus. Forschung und Entwicklung. Ja. Und Huawei ist übrigens auch ein deutsches Unternehmen. Die haben ja 3000 Mitarbeiter in Deutschland mit Forschung. Und diese ganzen Technologien haben sie ja mit deutschen Ingenieuren, mit deutschen Kunden zusammen entwickelt. Aber es gibt eine Warnung zum Beispiel, also Herr Strittmatter, da kommen wir jetzt wieder auf die Frage dieser ganzen, der Big Brother-Geschichte, der Überwachung.
also ein ehemaliger BND-Chef, Herr Schindler, diesmal hat gewarnt. Also man kann eigentlich solche sensiblen Bereiche wie die Kommunikation überhaupt nicht mit einem Technikunternehmen aus China mitmachen. Denn im Ernstfall, im Krisenfall, sagte er, könnte sogar unser Netz abgeschaltet werden. Ist das Paranoia oder sehen Sie das begründet? Die Sicherheitsbehörden in Deutschland, die warnen genau davor. Und im Innenministerium sind die Leute tatsächlich dieser Meinung. Es sind die Wirtschaftskräfte, die dafür für Huawei argumentieren. Ist denn die Warnung berechtigt Ihrer Meinung nach? Gibt es da wirklich einen Hintergrund oder ist das Paranoia damit? Genau, viele Leute stellen, glaube ich, die falsche Frage. Die sagen, können wir Huawei vertrauen? Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage bei jedem chinesischen Unternehmen ist, kannst du der Kommunistischen Partei Chinas vertrauen und möchtest du das? Die müssen wir uns stellen. Und wir sagen, ja, wir vertrauen das zentrale Rückgrat unserer Infrastruktur, unserer Telekommunikationsinfrastruktur für die nächsten 20 Jahre der Kommunistischen Partei Chinas an, dann machen wir es. Ich verstehe nicht, wie in dieser Frage überhaupt das Argument, dann wird es aber teurer und dann dauert es ein bisschen länger, ja, wie das überhaupt ein Argument sein kann. Es ist ein total wichtiges Argument. Und dann wird es auch nicht ein bisschen teurer, ein bisschen länger. Dann haben wir wahrscheinlich 5 oder 10 Jahre kein 5G. Und dann ist der... Ich weiß nicht, ob es da um die Chipsanlieferung. Habe ich das richtig verstanden? Entweder muss ich der chinesischen Parteiführung, der kommunistischen Parteiführung vertrauen, dann kriege ich 5G ein bisschen schneller. Oder ich vertraue ihr nicht, dann dauert es noch mal 10 Jahre. Ist das meine Option? Zwei Randbemerkungen seien gestattet. Huawei ist kein staatliches Unternehmen. Ja. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer, nah dran. Aber China, der Staat, hat den Einfluss auf diese Unternehmen. Ist schon klar. Und Nummer 2, die zweite Frage sei vielleicht auch noch berechtigt zu fragen, wäre Cisco auch anders? Okay, aber wir bleiben bei Huawei. Habe ich die Wahl zwischen, ich vertraue der KP und dann... Ich finde, Sie haben das zutreffend auf den Punkt gebracht, was als Alternative empfohlen wurde. Also eine Anmerkung, das haben Sie jetzt auch in der Nachbemerkung korrigiert. Es gibt kein, weil Sie haben von Differenzierung gesprochen, China differenziert nicht. Es gibt kein Unternehmen in China und schon gar nicht ein Unternehmen dieser Bedeutung und Größenordnung wie Huawei, das sich dem staatlichen Einfluss, und der Staat ist die Kommunistische Partei, entziehen kann. Das ist auch festgelegt, das weiß auch jeder, das steht sogar in den Prinzipien drin. Das stimmt, ja. Das ist so. Und darum ist das, was der Schrittmacher sagt, genau die Frage. Es ist nicht Huawei, sondern es ist die Kommunistische Partei, über die, von der wir sagen müssen und entscheiden müssen, wollen wir, dass die bei dem digitalen Nervensystem wollen von allen... Wollen Sie oder wollen Sie lieber langsamer sein? Meine Antwort ist nein. Das ist eine Gretchenfrage. Ja. Meine Antwort ist, ich will das nicht. Ich halte das... Als was soll? Also langsamer sein. Langsamer. Ich will nicht, ich halte es nicht für... Wenn wir sagen, generelle Öffnung für der Netzausbau 5G erfolgt prinzipiell und uneingeschränkt durch Huawei, / chinesischer Staat, Kommunistische Partei. Das halte ich für unvertretbar im Hinblick auf die deutsche und europäische Souveränität. Denn die ist damit gefährdet, in dem Sinne, was wir eben besprochen haben. Es ist nicht, dass ich fürchte nicht den Blackout, aber was ich fürchte, ist, dass in kritischen Situationen China sagt, aber ihr wisst doch, dass wir bei eurem 5G, dass wir die entscheidenden Leute da sind. Das wisst ihr wohl. Ich habe verstanden. Sie was ist nicht denn mal? Jetzt der Plan der Politik? Ja. Dann muss doch die Politik. Was ist denn der Alter? Ist es scheiße, haben? Wo wir stehen? Aber deswegen müsst ihr doch jetzt akzeptieren und sagen, weil ich finde es auch blöd. Herr Thelen sagt, es ist scheiße, wo wir stehen. Ja, ich finde es auch, weil ich glaube, jetzt manche vielleicht denken, so viel zur Vision. Ich finde das toll oder so. Ich finde das schrecklich. Ich hätte so gerne europäische Chips. Aber wir haben es verpennt in den letzten 10 Jahren. Und jetzt glaube ich, das Schlimmste, was wir an die Wand malen können, dass wir es nicht nutzen und damit kein 5G-Netz bekommen. Lass uns also bitte Europa wieder stärken, einen Plan machen, wie wir chipmäßig führend sind, damit wir beim 6G wieder dabei sind. Nichts einfacher als das, Europa zu stärken. Herr Altscher, vielen Dank. Ich muss Sie leider, wir sind am Ende dieser Diskussion. Ich habe einen Einblick bekommen in Fragestellungen, die ich mir so nicht hätte träumen lassen. Vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was wir daraus machen und wo sich die Reise hinbewegt. Danke, dass Sie meine Gäste waren. Danke fürs Zuschauen. Hier kommt das Nachtmagazin mit Julia Nihaka-Sen. Schönen Abend noch.